Und deshalb wollen wir heute ganz entspannt Geburtstag feiern. Und wie Sie an so einem Geburtstag gehört, möchte ich ein kleines Gedicht vortragen. Titel, das ist doch normal. Wenn's plötzlich am helllichten Tage passiert, dass ein Fremder einem Fremden die Fresse poliert, wenn ein Mensch seine ganze Familie erschlägt und sie dann in seinem Hobbykeller zersägt, wenn einer ganz bös auf die Schnauze fällt, ein anderer das filmt, ins Internet stellt, wenn tags drauf Hunderttausende die Szene anklicken, Kopien an all ihre Freunde verschicken, wenn der Mann nebenan Frau und Kinder verprügelt, die Nachbarin seelenruhig Handtücher bügelt, wenn der Hauswart im Flur Lavendel versprüht, weil ein Hauch von Verwesung durchs Treppenhaus zieht, wenn's keiner mehr hört, wenn's keiner mehr sieht, weil's keinen mehr stört, was auch immer geschieht, weil der eine dem anderen völlig egal, dann ist das alles in allem völlig normal. Wenn die Reichsten den Ärmsten Kredite geben, zum Sterben zu viel, zu wenig zum Leben, wenn sie dann, kurz bevor diese Ärmsten verrecken, ganz schnell noch die Pfändungsbescheide vollstrecken, wenn die Schleuser und Schlepper die Hoffnung verkaufen, die Käufer in schwimmenden Särgen ersaufen, wenn die Mörder ihr Gewissen in Brieftaschen tragen, in Hochsicherheitstrakten mit Selbstschussanlagen, wenn die Räuber und Diebe dann endlich verschwinden, weil sie nirgends mehr etwas Verwertbares finden, wenn dann keiner die Taten der Täter beklagt und schon gar keiner mehr nach den Opfern fragt, weil sie keiner mehr hört, weil sie keiner mehr sieht, weil es keinen mehr stört, was auch immer geschieht, weil der eine dem anderen einfach nur noch egal, dann ist das alles in allem völlig normal. Normal ist, wenn beim Verfassungsschutz wieder einmal keiner wusste, was er wusste, als er eigentlich wissen musste, was alle wissen konnten, aber keiner wissen wollte und dementsprechend auch keiner gewusst haben will. Normal ist, wenn 70% der Bevölkerung fordern, man müsse einen Vergewaltiger zur Strafe mal so richtig vergewaltigen. Normal ist, dass junge Mütter die Abfalleimer auf den Bahnhofsklos als Babyklappen nutzen. Normal ist, wenn Rentner sich am Monatsende mit ihrem kleinen Liebling das Hundefutter teilen. Normal ist, dass es in diesem Land 500.000 Väter gibt, die sagen, Unterhalt? Nein, ich würde von meinen Kindern nichts nehmen. Normal ist, dass ein neoliberaler Rotzlöffel wie Philipp Rösler, der noch keine Sozialwohnung von innen gesehen hat, vom mitfühlenden Liberalismus schwadroniert. Normal ist, dass sich eine frauenpolitisch komplett unterbelichtete Trutsche wie Christina Schröder mit den Erkenntnissen der Frauenbewegung den Hintern abwischt und nichts Besseres zu tun hat, als eine Extraprämie für die bravste Mutti am heimischen Herd auszuloben. Normal ist, dass es in Deutschland 7,3 Millionen Niedriglöhner gibt, also Menschen mit einem Stundenlohn von 7,18 Euro und deutlich weniger. Normal ist, dass hier bei uns im Land der sozialen Gerechtigkeit und des immerwährenden inneren Friedens 10% der Bevölkerung 61% des Volksvermögens besitzen, dass 7 Millionen Menschen von Hartz IV leben, davon 2 Millionen Kinder und Jugendliche, dass es in Deutschland keinen flächendeckenden Mindestlohn gibt, dass es in den Städten keinen halbwegs bezahlbaren Wohnraum mehr gibt, dass ein Staat, der sich Sozialstaat nennt, seine wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kranken- und Altenpfleger, die Kindergärtner, Sozialarbeiterinnen und Streetworker, so erbärmlich bezahlt, dass diese Leute nicht einmal in ordentlichen Urlaub fahren können. Normal ist, wenn der Chefvolkswirt der Deutschen Bank sagt, ich frage mich immer, warum man junge Menschen, die Familie haben, mit 6 Wochen Urlaub beglückt, wenn sie nicht mal das Geld haben für eine Woche. Normal ist, wenn der letzte wirklich große Deutsche, Lothar Matthäus, sagt, wir dürfen den Sand jetzt nicht in den Kopf stecken. Denn normal ist das so üblich, normal läuft das nach Plan, normal ist das betrüblich, normal kräht da kein Hahn. Normal geht das hier rein und da gleich wieder raus. Normal muss das wohl sein, normal sieht das so aus. Normal ist das doch letztlich, normal nicht ungesetzlich. Normal ist der zwar schlecht, doch normal ist der im Recht. Normal ist das gerissen, normal sind das so Tricks. Normal wirst du beschissen, doch normal machst du da nix. Normal hört man da weg, normal ist das bequem.
Denn normal ist dieser Dreck doch normal nicht dein Problem. Normal gibt's am Ende für keinen was zu lachen. Und deshalb sollten wir uns langsam, aber sicher, mal den einen oder anderen ernsthaften Gedanken um die Zukunft machen. Und